Ach, ihr seid schon da. Ihr seid immer ein bisschen zu früh. Herzlich willkommen bei Andis Bastelwerkstatt. Meine News Nummer 22. Und ja, was habe ich alles gemacht die Woche, beziehungsweise die 2 Wochen? Letzten Sonntag hat es so ausgesehen. Ja, die Woche ist wieder rum und ja, hier haben wir einen roten, den habe ich nicht mehr rausbekommen. Den werde ich auf diese Woche verschieben. Das werdet ihr eh in der News schon gehört haben. Und ansonsten habe ich nur hier noch was Rotes. Und zwar habe ich das nicht ganz fertig bekommen. Das heißt, ich habe das in dem Fall am Sonntag nachgemacht und werde heute noch ein Video schneiden, soweit ich komme. Ja, somit bin ich eigentlich mit dieser Woche durch und jetzt kommt die nächste Woche. Ja, ich habe den Plan für diese Woche schon gemacht. Der Plan besteht aus 7 Punkten. Und hier ist es auf den Tag verteilt, beziehungsweise auf die Woche verteilt. Freitag habe ich nicht frei, sondern hier werde ich wahrscheinlich einen Ausgleich machen, was ich nicht schaffe. Hier wird noch einiges kommen oder ich lege das hier auf das hier. Das werde ich dann noch sehen am Ende von der Woche, was ich hier schon alles abgearbeitet habe. Ich komme jetzt nochmal auf meine Videos, wo ich schon gemacht habe, zu sprechen, und zwar zu diesem Video. Ich werde dieses hergeben. Also ich werde das jemandem schicken, habe ich mir überlegt, der es brauchen könnte, beziehungsweise der es wirklich braucht. Ich persönlich bin kein Stadtmensch, ich gehe nicht in die Stadt, gehe auch ja recht wenig auf Weg. Sieht man ja, ich bin eigentlich immer irgendwo dran, zu Hause. Und darum habe ich mir überlegt, werde ich das verlosen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, also die, wo das wollen. Ja. Schreibt mal rein, warum ihr das wollt oder warum ihr das brauchen könnt. Ja, warum wir es brauchen können, ist klar, zum Schutz gegen Corona, aber warum ihr meint, ihr braucht sowas unbedingt. Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich sehr gern interessieren, und einen Kommentar suche ich mir dann raus und den schreibe ich dann zurück und der kriegt dann das Ding. Ja, in dem Fall sind wir eh schon durch. Die News sind so ein bisschen trocken, finde ich. Das war früher ein bisschen schöner draußen. Aber das werde ich ab nächsten Sonntag ändern. Ich werde euch jetzt noch ein paar Bilder einblenden, wo ich heute war. Und habt viel Spaß damit. Und am Ende kommt das Video, was ich noch gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.